Mit dir? Oh, das macht da oben den Teleporter an. Das ist gut. Hier ist ein Mana-Trank. Hier ist Sackgasse. Also ja, da habe ich den Teleporter angeschalten. Ja. Aus der Richtung komme ich. Das heißt, ich... Oh. Das heißt, wenn ich richtig sehe, geht's auf der Seite gar nicht mehr weiter. Hm. Auch gut. Na ja, gut, das können wir ganz leicht oben feststellen. Also wir sind hier runtergesprungen. Sind da außen lang gelatscht. Da hinten hatten wir gerade die Salami eingesammelt. Hier waren wir auch überall. Hier haben wir den Teleport angeschaltet. Da hinten war der Mana-Trank. Und ja, Drache. Hm. Okay, Drachlinge. Das heißt wieder, wir holen... Also Drachenkäfer. Dinger da. Das heißt, wir müssen wieder ordentlich was rauskramen. Das sollte aber fast schon reichen eigentlich. Am böse Damage. Die haben was gedroppt. Eine Keule, die nichts taugt, ganz ehrlich. Okay. So kommen wir zurück. Das ist okay soweit. Ah, oh, das ist die Eingangshalle. Oh, das ist ein stinkiger Zeitgenosse hier. Ja. Du halt dich mal selber. Sicher ist sicher. Ja, dann besten mal alle, weil ich habe vergessen, die Frostwelle zu blocken. Genau die da. Die kann ich leider nicht blocken. So, aber er ist tot. Also ja, da unten war der Schalter, den ich umgelegt habe. Hier unten streuen noch ein paar Goblins rum, auf jeden Fall. Auf der Seite. Hier sollte ich vielleicht... mir auch mal den nicht schnappen. Ja. Du machst nichts. Du führst nur in ein... Ich will mal schnell raten, ich muss sowieso darunter. Also, Geronimo.
Hier ist nichts drin. Ah, da sind die Goblins. Hauptsächlich Banditen und ein Schamane. Ja, Arcane-Bälle kannst du von mir aus verballern, wie du willst. Oh, du bist tot. Gut. Das erledigt das Problem. Könntest du bitte Aggro ziehen, bevor der Heiler down ist? Nein, kann er nicht. Weil mindestens ein Bandit ihn unterbrochen hat. Ja. Ärgerlich mal wieder. Helebarde des Soldaten. Das wäre ein dickes Stärke-Plus mehr für dich. Du würdest aber auch extrem viel an Lebenspunkten einbüßen, aber du wirst ja sowieso irgendwie selten getargetet. Hm. So, das hier ist der Weg zurück, das ist klar. Hier ist nicht. Das hier war ein Teleporter auf jeden Fall. Okay, wo bin ich? Ach, auf der Plattform. Okay. Da ist noch ein Teleporter. Den könnte ich versuchen, was reinzuwerfen, aber ich habe nichts Gutes, Werfbares. Und das hier ist außerdem kein Legend of Grimrock, wo sowas unbedingt immer geht. Wo bringt mich das eigentlich hin? Ah, wieder hier hin. Okay. Ah, gut. Das bringt mich weiter. Zu dem Teleporter. Hier unten sehe ich noch einen Teleporter und sonst nichts. Okay. Was zur Hölle seid ihr denn? Wasserbasilisken? Aha. Au. Okay, so viel Au war das jetzt nicht wirklich. Ihr spuckt Feuer. Was ist daran falsch? Ihr seid gegen nichts resistent, das ist gut. Ernsthaft, sie heißen Wasserbasilisken und spucken Feuerbälle. Oh, das da oben sind große Basilisken. Mhm. Nein, kein Feuerball von dir. Danke, ich verzichte. Dann lassen wir dich mal ausbluten.
und töten dich. Also ja, mit der Treppe da kommen wir auf jeden Fall zu den beiden hoch. Jetzt ist mir hier gerade so viel Action irgendwie. Gib dem mal ein bisschen Heilung. Oh, ich mag's, wenn die Heilung quittet. Sie quittet sogar ziemlich oft. So. Hier hatte ich irgendwo ein Brot gesehen, genau. Okay, kein Brot und Käse. Okay, Käse kann... Achso, stimmt, die können nur 5-mal stacken, die großen Sachen. Hi. So, einer ist down. Fehlt nur noch einer. So, was hat der gedroppt? Nichts, das mir irgendwie hilft. Ja, Steine sind hilfreich. Hebel, der einen Teleporter einschaltet, ist auch nicht schlecht. Ja, da oben bewegen sich noch welche herum. Und da haben wir noch zwei von der Sorte. So, ihr mögt Feuerbälle. Ja, da kann ich dienen. Du machst keinen Feuerball, danke. So. Den Feuerball kann ich leider nicht blocken. Also ja, ich habe jetzt 3 Steine aufgesammelt. Die werde ich dann wohl irgendwann brauchen. Achso, ja, hier kam ich her, glaube ich, oder? Ah! Gut, hier ist ein Weg in den Bereich rüber, was mir auch das immer bringen soll. Der Port bringt mich wieder hoch. Hoffe ich mal. Ja, und da oben sind noch die großen Basilisken, die zwei unterwegs. Oh. Die zwei hingegen. Könnten ein bisschen nerven.
So, den Feuerball unterbrechen wir. So, du machst Blutung wirklich Bedrohung. Wieder irgendeine Robe, die mir nichts bringt. So, eine Sackgasse. Die mir auch nichts bringt. Und natürlich keine Karte. Oh. Okay. Ah. Ah, und das macht hier zu gut. Da unten war ich halt überall. Und das sind große Basilisken, die... keine Ahnung, was weiß ich, können. Feuerbälle werfen, okay. So, du stirbst bitte. Du bist nicht schnell genug gestorben, leider. So, rum bitte. So, den Feuerball, den können wir blocken. Nachricht, ich nehme glänzend, ich mag glänzend. Okay. Die sollten wir gerade mal hier liegen lassen, die Nachricht. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas finden und auf diesen Altar packen. Das ist zu hoch. Oh, hier unten können wir auch lang gehen. Da brauchen wir gleich runterspringen, oder? Ja, außenrum. Ein Stück. Können wir hier unten nämlich durch? Na, der da drüben sieht schon mal nicht sonderlich freundlich aus. Ihr seid normale Basilisken. Und das hier sieht aus, als ob da auch gleich ein Teleport aufgehen könnte. So, dann unterbrechen wir euch mal, bitte. Es ist besser, sie zu unterbrechen, erst dann, wenn sie den Feuerball casten. Weil dann ist der auf Cooldown wenigstens. Und ich glaube, wenn ich den Feuerball abblocke, dann kann er auch keinen Flächendamage machen. Also ihn mit Zauberablenkung abwehre. Ja, gegen den kann ich jetzt leider nichts tun gerade. Zum Glück hat er nicht sehr viel Schaden gemacht, weil es nur ein einziger war. So, du weg. Nö, die Hellebarde ist nicht wirklich gut. Könnte entweder hier runterhüpfen oder den Teleporter rein. Hm.
Und sagen, das kommt mir bekannt vor, aber hier waren wir noch nicht. Jetzt nämlich umgezielt beim Weg.